Wir haben gerade Kartenbeträge zu dem 12. und 13. Kapitel, den wir gestern hatten, wo wir sagen, dass das neue Leben fair und in dieser Welt mit Jesus Christus. Also wir haben nie das Leben, was wir geschenkt haben in Jesus Christus, wo wir leben für die Welt, auch in dieser Welt. Und dann der 13. Kapitel hat wir das genommen, wo wir uns zu verholen haben, die in der Obrigkeit. Dass wir sollen der Regierung ungedohnt sein, weil sie als Gottes Dienerin. Wir sagen dann am letzten Eng, sagt das, wo der Leib zu der Vollkommenheit wird, also dass ihr Satz in den Nähen den Falsch Römer 13, sagt er, läuft deine Nächsten so aus dir selbst. Da wird der Satz, das Gebot, in einem Wort habt ihr vor. Läuft deine Nächsten so aus dir selbst. Das wird dann sagen, wenn wir ohne Leib hier sind, dann sind wir in Gott nicht verarm. Dort hat Paulus immer wiederholen seine Brief, wenn ich den Leib Christi nicht habe, dann ist alles andere vergessen. Auch wenn wir das beste Ding zu tun haben für den Nächsten, in unserer Meinung nur, aber wenn wir das ohne Leib in der Hand haben, ist das nichts. Und du hättest gerade auch nennen, der Leib ist die Gesetzeserfüllung. Und der Leib ist Jesus Christus selbst. Heute kommt, um das Gesetz zu erfüllen, weil wir von unserer Seite das nicht können. Und dann sieht er, dass der letzte Vers, so wie in dem 13. Kapitel sagt er, wir sollen nur so wohnen, als am Tage des Lichts. Wir lüren ab dem Tag, wo Jesus wahrkommt, nur weil wir dann auch so wohnen, als wenn wir im Dach sind. Nicht mehr im Diesteren, sondern wir leben nur im Dach. Und dann der 14. Vers sagt er, tragt dem Herrn an. Und dem Herrn Jesus antragt er, kriegt durch die Bekehrung und wahre Geburt, die wir beleben können in Jesus, nur wie es die Gnadentit auf ist. Er sagt, da wir an dem Herrn getauft sind, die Hand am Arm getragen. Und das ist die Heilige Jesus-Taufe, wenn er in uns nicht tragt, wenn wir uns bekehren. Der Heilige Jesus hat Wohnung in uns und wir sind im Herrn angetrocknet. Und du willst jetzt übergehen zu dem 14. Kapitel, Römer Kapitel 14. Und ich will lesen die ersten 12 Verse. Und du hättest eben die Schwachen, die Sturche im Glauben anzunehmen und der Paste zu segnen für den Nächsten. Römer Kapitel 14. Den Schwachen im Glauben aber nehmet auf. Doch nicht, um über Meinungen zu streiten. Einer glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer ist, der verachtet den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richtet den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber aufgerichtet bleiben, denn Gott kann ihn aufrechthalten. Einer hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält alle Tage gleich. Ein Gärtlicher sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet für den Herrn darauf. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet für den Herrn nicht darauf. Wer isst, der isst dem Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst dem Herrn nicht und dankt Gott. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Dann leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinem Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Vielleicht auch noch Vers 12 sagt, so wird nun ein Gärtlicher von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. In diesem Kapitel denkt jeder nicht so sehr an die Lehre, was die Bibel uns lehren will, sondern hier jetzt an praktische Lebensführungen. Paulus wisst dort in der Gemeinde, da wären praktische Probleme in der Gemeinde. Und von der will Gott uns das auch belehren, auch in der Sache, da praktische Dinge uns nicht selber ein Hindernis sind, einer jenem anderen, und dass durch jemand wird von Glauben abehren und wird verhortet worden, oder wird er in anderen kommen, er wird nicht mehr weiter, was soll ich da nicht. Da wären verschiedenste Meinungen in der Gemeinde in Korinth,
entschuldigt, in Rom. Und nun hat Paulus an den Brief geschrieben, und dann hat er im Mildmerke, der Schwache im Glaube übernimmt ab, aber nicht, wenn die Meinungen zu streiten. Und wenn ich hier sage, der Schwache im Glaube abzunehmen, meint er, glaube ich, einmal, dass wir uns der Schwache annehmen sollen, und zweitens auch, die sollen wir auch in der Gemeinde abnehmen. Weil die Haar unerkannt sind Menschen. Das sind wahre, geborene Menschen. Und wir sollen nicht an so denken, wenn du jemand hast, der ist arm, der hat nicht oder der kann nicht, oder der weit vielleicht nicht, der hat da nicht einen Anteil an das. Jeder eine auf dieser Welt, und das habe ich hier sein, der hat einen Anteil an das Reich Gottes, wenn er in Jesus ist. Jeder eine, ob du schwach bist oder ob du stark bist, ob du alles hast im Kopf oder nicht, das spielt in Christus keine Rolle. Wenn du mit diesem Jesus die Verbindung hast und du ihn angenommen hast, je hier steht er an. Und dass du auf dich kein anderer wahrnehmen, ob du nicht stolzer bist oder nicht. Und du der Paulus an Säuer nun nennen halb, der Wut Gottes, weil uns du darauf hinweisen, und wenn wir über Däub nur denken, dann wollen wir morgen, das Lächeln sich mit Kreuz nur Jesus. All die Rätsel, die die Macht haben, die die Striden wollen, die können Jesus nicht bewegen, die können nicht anfangen. Er ging bei Ernst vorbei und ging innerhalb der Blinge, der Lume, der Trepels. Menschen, die alle 38 Jahre krank waren, die nicht wieder losgekommen von ihrem Blutgang, sagt Jesus, du kannst frei sein. Du tust sie, ich krieg hier. Und wenn wir diesen Kapitel betrachten, dann wird uns der Herr Jesus krank, der sei, lebt, das er gelebt hat. Ich denke, wenn wir dort bloß wurden in uns nennt, reiche Leute, dann können wir die Bürger zumachen und sagen, ich weiß, was Römer 14 sagt. In Liebe zu meinem Nächsten. Jesus kommt nicht auf diese Erde, um hier Streitigkeiten durchzuführen. Da heißt sich hier wohl Striede, sondern er kommt, um sich für die Arme zu erbarmen. Und die Arme sind da, wenn er dort Ende seiner Hand, ich kann nicht. Aber mein Herr, der kann. Und er wird mir dort helfen. Vers 2 sagt er, einer glaubt, er darf alles essen, wer aber schwach ist, der soll Gemüse essen. Vers 3 ist, wer der Art, der soll nicht den verachten, wer der nicht Art. Und wer der nicht Art, der soll dem nicht rechten, wer der Art. Dann Gott hat ihn abgenommen. Und hier meint wir auch in den Juden wieder so, dass viele von denen, die lebten für Gott so, mit dem Meinung, wie der wir nicht gewässert Fleisch essen und nicht Wienrindchen. Und sie wurden so abgetragen, das gefällt Gott nicht. Und sie hielten sich treu, bewusst von dieser Sache, am ihre Leib Gott gegenüber zu wiesen, am ihre Dankbarkeit Gott zu wiesen. Und hier ist auch uns die Frage, wann wieder manche dort gemeint ist, auch in Verschiedenheiten leben, die vielleicht anders sind als wir, die haben andere Kleider als wir. Du sind Verschiedenheit, aber wann wieder weiter, sie donen das am ihren Herrn zu danken, dass Gott verherrlicht wird. Dann sollen wir uns nicht streiten mit ihnen über die Sache, sondern der Herr hat ihn angenommen. Hier ging das am ganz einfache Dinge kommen und sagen, bloß am Eten. Und der Herr hat durchgemerkt und gesagt, wer der schwach ist, wenn du morgens das Schweinfleisch ätest, dass du denkst, das ist nicht reich für Gott. Wer sagt dir das dann oft, dass du nicht Gräuns essen kannst? Weil du dann ganz früh über andere zu essen. Aber eins soll er nicht abstoßen, dann wo ich für diesen nur extra noch einen Schweinsassade merke, dann ich wo am Wiese, mich schüttet nicht. Dann wo ich sein Gewässer schwer merke, und heute kann du durch mit seinem Glauben an Gott durcheinander kommen. Und wir sind gefragt, ans Gehen sie dich zu schützen in dieser Sache. Und wir wollen manche dort Ziel auf ein Ding haben, die Liebe zu Gott. Ich will wiedergehen, fast feiern, da frage ich dich, wer bist du, dass du einem Fremden nachrechtet ist. Er steht oder fällt seinen Herrn. Er wird abgerecht bleiben, denn Gott kann an abrecht holen. Damals wird es so, die Menschen zu der Zeit, die wissen, was ein Knach wird. In den Knach, wer ein Knach wird, wie ein Sklav, wie die Menschen. Er kann nicht entscheiden. Und der Sklav wüsste, wann ich erreichte für mein Wirt, oder wann ich erreichte, mein Wirt ist eben mir angestellt. Da kann keiner von besiegen mir irgendwas sagen. Wenn ich einen Fehler merke, dann habe ich bloß mein Wirt, wo ich verschaffe, der hat das Reich mit der Strophe. Und wenn ich erreiche, dann habe ich bloß das Wirt, das Reich mit Geld zu sagen.
Und so dürfte hier im Ganzen mit einem praktischen Beispiel erklären, so ist Christus zu uns. Wenn ich in Christus diese Verbundenheit habe, ich sie wahre Geburt, dann ist zwischen mir und Christus dort, wo ich Rechenschaft gebe. Bloß Jesus hat das Recht, über mich ein Urteil zu sprechen. Ich habe nicht das Recht, über andere ein Urteil zu sprechen und sage, du gehst verloren, wenn du so und so arzt. Nein. Gott allein wird das Urteil sprechen über jeden von uns. Und wir sind abgefordert, Rücksicht zu nehmen, einer auf den anderen. Dort wie in Frieden, in Frieden, in Gerechtigkeit leben. Du kommst wie Lothar ab. Vers 5. Du jette dann in die Deo nennen. Ihr wieder das Ete, nu sei wie jette Eva in Deo nennen. Er sagt, einer hält einen Tag für den anderen, der andere hält alle Deo gleich. Und jeder soll es sein in seiner Meinung, aber sicher. Wer auf einen Tag achtet, der soll darauf achten, als wenn er das für den Herrn tut. Und wer nicht auf den Tag achtet, der soll das auch so tun, dass er für den Herrn ist. Wer das Ete tut, soll das für den Herrn tun, wie sei Gott dankt. Und wer das nicht hat, der soll das auch für den Herrn tun, und hei, du für Gott dankt. Hier möchten wir auf einmal das Wahre über ganz praktische Dinge. Wir sind so gewandt, wir haben den Sinn doch. Dort ist ans Gottesdienst. Und preis dem Herrn, dort ist reich. Und wenn wir wollen in der Nation irgendwo begehen, der haben den Dienst. Und dort ist er Gottesdienst. Preis dem Herrn, dort ist reich. Wir können nicht sagen, dem Tag darf ich dort nicht an. Dort ist Sündach. Wenn sie diesen Tag hören und sie dürfen dort tun, Gott zu loben, Gott zu preisen, dann sagen wir Amen, sei dort. Weil dort ist Gott geweiht. Der Deus und Gott aller glitch. Aber ich finde das so schön, dass wir dem Sündach haben. Für mich ist das ein Teken der Auferstehung von Östre. Aber dann merkt kein Unterscheid in Gott seine Ehe. Eine Sache merkt ein Unterscheid. Da wie diesen Tag, wann wir dem Hölle für dem Herrn. Nun werde ich mich fragen, über uns Mennoniten, wie sitzt ihr mit unserem Helden da? Erster Heldendach, habe ich euch. Mädelster Heldendach, habe ich euch. Letzter Heldendach, der wir als Seier fernmehrer alles abrieben und waschen, nur mehr vorher spazieren. Was ist der letzte Heldendach anders als der erste? Meint wir auf einmal, du hast eh was handgelegt, aber nicht für den Herrn. In den letzten Heldendag war unheimliche Suppe und war Damm gesehen. All die Heldendag über. Wo bleibt das für den Herrn? Diese drei Heldendag sind alle jältig für Gott. Wenn das für arm gehen über ein Dank ist. Wenn wir arm dort tut, dann diese Dörrhülle, Gott, wir wollen die danken und loben. Wird Gott jeder Tag annehmen von uns. Und du kommst, wie krieg ich, denke an unsere mennonitische Kultur, in Problemen dann. Wir sind so angefordert, diese Deo. Da will ich uns nicht wahrnehmen, aber du sollst ein Ziel werden sein, diesen himmlischen Vater zu preisen. Jesus ist für mich gestorben, in Amt zu danken. Ich tue das nicht, dann kann ich mal einen Tag von der Arbeit lösen, dann kann ich mal einen Tag auf dem Sofa liegen, dann brauche ich mal einen Tag schaufen. Ich wollte mein alles Leben wieder so. Wenn in Kanada einen halben Tag am Sonntag traf, dann war ich am Montag geschoben. Wir sind Arbeiter, soll auch noch mal einen Tag frei haben. Und wir jubeln alle, dann wird es lang Weekend, lange Wochenende. Aber die Einstellung wird nicht beinahe Gott zu preisen dafür. Sondern die Einstellung wird mein Fleisch haben dann frei. Dann kann ich tun, was ich will. Und du sagst, Paulus, krieg ich immer, so soll ich nicht angestellt sein. Sondern unsere Einstellung soll sein, wenn ich einen Tag hülle, dem hülle ich für den Herrn. Und wenn ich ete, dann ete ich für den Herrn. Und ich will am du ein Danke und wo ich do. Er sagt in Vers 7, denn uns China lebt sich selbst und China stirbt sich selbst. Wo das Erkenntnis zu diesem Gott fehlt, du lebst wie uns selbst. Wenn ich diese Erkenntnis nicht habe, dass Jesus das verbracht hat für mich und dort mein Nummer 1 Ziel ist im Leben, dann lebe ich mich selbst. Und dann sagt er einmal, China lebt sich selbst und China stirbt sich selbst. Und ich wünsche, dass wir die Erkenntnis alle können haben, dass einzig allein ans Rade in den Himmel ist, Herr Jesus Christus. Wenn wir diese Erkenntnis haben, dann leben wir nicht mehr an uns selbst. Christus lebt in mir.
Als er nu een zwakke is in zijn treehulling, oder als er nu een stortje is in zijn vrijheid, in zijn öffentlichkeit, wenn dat ohne deze erkenning is, dan is dat niks. En dat meint waar, wenn dat ohne deze leven is. Een zwakke kan zich treehullen. En die kan zeggen, mij traf dat alle niet, wie ik dat niet verstoor. In den Storcher im Glaube, der kann das alle genießen, der kann das nach Wiese, wo er das alle genießen kann. Oberhaft der Erkenntnis in Jesus nicht. Dann lebt er sich selbst. Ob er schwach ist oder ob er stark ist. Vers 8, nein, sagt Paulus, dann leben wir, so leben wir den Herrn. Sterben wir, so sterben wir den Herrn. Darum, ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Nicht unsere Entscheidungen, unsere Frömmigkeiten, an Sturksehne oder an Schwachsehne, sondern Jesus Christus. Er ist allein der Janja, wenn er dort heil wirkt in uns und wenn er uns auch dazu bringt, wie gläubig er. Er kann von mir nicht glauben. Ich kann alles ansagen, was ich will, um zu glauben, aber ich kann nicht. Jesus ist der Janja, wenn er mir auch diesen Glauben schenkt. Ich glaube, das Wort dem Herrn, was er hier sagt, ob wir leben oder sterben, soll alles dem Herrn sein. Dort wird hier Wort entfalten. Er kann und will wirklich Herr über uns sein. Dort wird er hier rüberbringen. Er will und er kann auch der wirkliche Herr über uns Leben sein. Er will Nummer 1 sein in unserem Leben. Er will alles sein haben über unserem Leben. Er will die Kontrolle über unserem Leben haben. Und er kann das auch. Wo wir müssen, jo sei das. Verstehen. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi gestellt werden. Es ist nicht möglich. Das geht nicht, wenn ich und du unter dieser Genot leben, dass wir einen anderen Menschen dann rechten. Dann fehlt uns zwar ein Trick, durchzukommen zu dieser Erkenntnis in Jesus Christus. Sag, wo rechst du deinen Bruder? Wo kommst du, wenn du unter der Genot lebst? Wenn die alle Sünden vergeben sind, wenn die das ewige Leben geschenkt ist, wo kommst du dann gegen deinen Bruder gehen? Wo kommst du am Rechten? Ich hoffe gar nicht. Und er redet gläubige Menschen an, die, wenn er Jesus Christus an Tjani lädt. Und ich wünsche euch, dass in unserem Leben von hier wieder immer waren täten wir. Ich kann nicht in anderen verurteilen, weil Jesus hat mir nie eine Sache verschmiert. Niemals. Und hier möchte ich, dass der Leib, diese tiefe Erkenntnis, wenn wir haben zum Gott, ob es ein Ete, ein Deo ist, oder ob es andere Sachen sind, ich kann meine Nächsten nicht verurteilen. Meint er dann, ich heute nicht alles Geld, was er hat? Dort ist er nicht gemeint. Aber ich weiß, Gott steht über mir und er steht auch über arm. Und ich will mich mit arm nicht zanken über Dinge, sondern wenn er fragt, wo ich am Dinge nur die Bibel erkläre, und ich will am Verleben aus dem Dank Gott in Eva. Vers 11 und 12 war uns noch ein bisschen deuper bewusst. Woran wusste die Rechte? Wie wurde einmal alle für Gott in Stille kommen? Dann sagt der Vers auf, so wahr ich lebe, sagt der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jedes Zungen wird Gott bekennen. So wird nun ein Göttlicher von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wer sehe ich danach, wenn ich irgendein Urteil spreche, weil Rechte will über dem Nächsten, wenn ich das weiß, dass mir nicht neu wurde für Gott sich bete? Meine Tung wird jeder Wort zu Gott bekannt. Und hier will ich uns nicht anängsten, sagen, was soll es dann? Als Christen kommen wir nicht vor dem Gericht, wo uns das Todesurteil wird gesprochen wurde. Aber wir kommen vor dem Gericht, vor dem Preisgericht. Und hier wird geprüft worden, was hast du im Leben geredet, was hast du im Leben getan, was nutzbar wird für den Dreck und was nicht. Dort nimmt nicht die Strenge hier wahr, sondern das soll uns viel mehr durchbringen, in der Anbetung Gottes zu leben. Wenn wieder weiter jeder einzelne Gedanke
sagt er, wird der Haar umbohren, wird allem Licht kommen. Du kostet alle für die Hölle, oder wird umbohren worden. Und wahrscheinlich ist es dann, wenn Johannes an seine Seite kommt im Licht. Der hat nur im Licht allein, und die brücke nicht so ein Bett, den Fechte Gott zu begegnen. Nicht, du esst nicht. Was wir hier im Licht geleicht haben, das ist bei Jesus auch im Licht, weil er ist das Licht. Wenn ich diesen Jesus begegne, dann kann er bloß sagen, du oder du, wie immer du heißt, Peter, Johann oder Marieche, komm dann. Du hast dort zu tun, was das Wort sagt. Klar wird das nicht ohne Fehler, aber dein Ziel wird, immer für mich dort zu sein. Du hast andere Menschen, du hast die Träge Hülle, um nicht in dem Anschluss zu sein. Du sollst sie enthalten. Du sollst halt nur mehr wiesen. Komm dann. Du war wie so ein großer Unterschied machen, wenn jemand wird mitgenommen hat und denkt, wird nicht umbohren worden, oder jemand, der erst zum Licht gekommen ist. Nach Wellens von der Mildmöcke, krieg ich und du sind die Personen, wenn du wurde, und sich neue für diesen Gott wehe. Habe ich Dinge hier bei mir, die nicht im Licht sind? Wie komme ich für diesen Richterstuhl? Und das sage ich einzeln. Wie wurde durch Fehl geführt worden? Das wird nicht unser Wohl sein. Weil wir unsere Horte nur im Licht stahlen. Und weil wir mit der Anstalle dann wieder leben, in unser Glaubens leben, nicht an dem nächsten Terrechte, am zu verdommen, sondern vielmehr, was nützlich ist zu der Erbühung, sagt er. Dann der 12. Falschkreis sagt er, jeder von uns sich selbst Gott Rechenschaft geben. Du wirst nicht deine Paar anstohnen, nicht deine Mann, nicht irgendein anderer, du gehst auch keinen zu beschuldigen. Da ich sage, was unser Feuer ist, meine und Gott sind. Weil in der Sache, was ich hier im Tritt gelacht habe, da sehe ich so glücklich hier, wenn ich weiter, für die Sache brauche ich nie mehr mit der Fürchte Jesus in die Uhr zu schicken. Mein schwindiges Leben, wo ich gelebt habe, ich weiß das im Himmel nicht. Wenn ich wohl per dir ankomme zu Jesus Christus, ich brauche nicht Angst haben, ich wollte nur anfangen zu erwähnen, weil wir erst mal die andere 30 Jahre durchblieben. Ich habe zu mir gesagt, in Hesekiel 18, 21 und 22, nie wieder will ich das gedenken. Er sagt das in den Hebräer, so ein gnädigen Gott habe ich. Aber wir sind doch gefragt, für am zu leben, und läuft zu am. Wir sollen nicht mit den Rechten der Hort gehen an der nächsten Stunde, sondern vielmehr vergeben und Liebe dort zu tun, was am abhalten wird. Ich will wieder lesen, 13, 23. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder nicht Anstoß oder Ärgernis gegeben wird. Ich weiß und bin gewiss in dem Herrn Jesus, dass nichts Unreines an sich selbst, nur dem, wer das für unrein achtet, dem ist unrein. Wenn aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für welchen Christus gestorben ist. Lasset nur nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und den Menschen wert. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um einer Speise willen das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist böse für den, der es mit Anstoß isst. Es ist gut, kein Fleisch zu essen und kein Wein zu trinken, und nichts zu tun, woran sich dein Bruder stößt oder ärgert oder schwach wird. Hast du Glauben, so habe ihn bei dir selbst vor Gott. Glückselig ist, der sich selbst nicht verurteilt in dem, was er annimmt. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verdammt, denn es geschieht nicht aus Glauben. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Du meinst, wir diesen zweiten Ausschnitt jeder zu haben, der Verzicht um des Bruders Willen. Und wenn ich hier sage, war er des Bruders Willen, dann meinst du, das sind Menschen in Jesus Christus.
der Verzicht um des Bruders Willen. Ich soll reut sein für meinen Bruder, Dinge tochterlote, am dort heuglecklich ist. Und ich habe immer wieder das Beispiel gebraucht, hier kommt dort Krieg war und diese Leute an, diese Gesetzeserfüllung. Wenn ich ein Parfüm in die Hände habe, dann wäsche ich dem anderen an, um am dort Geld zu sein, wo ich dir auch noch rede. Und hier kommen wir wieder leicht bei dem Gedanken, wenn ich soll mich reinholen von Sachen, um den anderen dort besser geht, dann darf ich meinen Glauben verlieren. Ich konnte das ganz früh haben. Mir schaut das nicht für Gott. Dann darf ich doch meinen Glauben verlieren. Ich denke aber nicht, dass es so ist, sondern du darfst in Liebe zu deinen Nächsten, um des Bruders Willen. Wenn ich nicht Fleisch esse, darf ich dann meinen Glauben verlieren? Wo ich dir der Schwache meinen Glauben zu Gott? Schau mal. Wenn ich nicht Wien trinke, darf, wo hat mein Glaube dann schwach denn immer zu Gott? Schau mal. Ob ich wohl für sich nehmen auf viele Dinge im Leben, an den Bruder und Schwester als Hofe, weil sie dann glücklich in dem Herrn gestorben worden können. Und hier ist uns zwar diese deutsche Leib, wenn er uns verbinden wird, mit Gott, als hier gefragt, die Ewa zu geben an den Nächsten. Und dann denken wir, lesen, was habe ich dann von Nutzen hier im Leben? Alles bis einmal geben für den anderen, einmal bloß weich und weich, was hat ich dann für mich? Der Strom, was wir immer reden um Nächsten, kann uns auch nie erfüllt werden. Wir haben das Beispiel all ihre Mal in der Klasse gehabt. Wenn du was frisches Leben in die Hand, dass die das besser geht, dann geben wir was weich, um das was nennen kann. Das kriegst du mit einem Ding von Wutter. Du kannst nicht mehr nennen, wenn der andere nicht schon bitte ist. Und sie ist hier auch gefragt, dort, wo die Nächsten zu der Erbühung ist, wo am Geld ist, wo du erfüllt worden mit guten Dingen. Du wirst erfüllt worden mit der Leib Gottes. Er sagt dann in Vers 14, ich weiß und bin gewiss in dem Herrn, Jesus, dass nichts unrein ist an mir selbst. Nur dem, der es für unrein achtet, dem ist unrein. Ich denke, Paulus kann hier sagen, ich bin gewiss. Habe ich nicht einer persönlich von Jesus beraubt, dass der andere Jünger wäre. Wenn er auch in einer besonderen Weise beraubt wird, zu dem Dienst, wobei er sagt, ich sehe mich so sicher, weil ich habe das Wort Gottes. Dass in Gott seine Ehe in Äther nicht anrein ist. Für Gott ist alles rein. Und wie weit vielleicht auch der Geschichte, was Jesus merkt mit Petrus. Er leitet einen Dirk so vom Himmel rauf und sagt, komm und sagt, da werden verschiedene Tiere bauen. Und Petrus sagt, nein. Wir als Jüde, wir essen sie nicht. Das ist auch rein für uns. Und dann sagt Gott, was ich rein gemerkt habe, sollst du nicht auch rein heute. Und du denkst Gott, das verglichen mit den Nationen, andere Völker. Wenn Gott sich in Schwachen erbarmt hat, wer bist du dann, wo der Arme zu Stich ist? Wenn Gott ein Storchen angenommen hat, wird erst ein Oma dann, ein Schwager im Glauben, der sagt, warum rannte er mit so einer Freiheit? Der wird bei Gott nicht ankommen. Meint wie den Unterscheid hier. Und hier fehlt uns der Erkenntnis Gottes in der Leib einer zum anderen. Vers 15 sagt, wenn aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr in der Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise den, für welchen Christus gestorben ist. Live and live, gehen deinen Nächsten. Paulus sagt, wenn ich weissagen kann, wenn ich alle Erkenntnis habe, wenn ich alle im Glauben habe, ich kann Boy versaten, 1. Korinther 13, 2, aber ich habe diese Leib Gottes nicht, dann wird das alle nicht. Und dort ist hier krank war auch nennen gebracht, habe ich sich so sicher in dem Herrn, aber wenn es ein Bruder ist, wenn ich dem Anschluss mit der Sache, dann fehlt mir der Leib. Sagt, wenn du so wohnst, dass du den Nächsten zum Anschluss bist, dann wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Und wenn wir an diese Liebe denken, dann werden wir uns hier bei ihr nicht unbedingt ein Mensch im Ehe stahlen, sondern die haben mein Leib oder die haben mein Leib. Diese Liebe, die soll uns immer wahrer drei nur Jesus Christus wiesen. Wenn wir mal checken, wie hat Jesus auf ihr gelebt? Wie ist er hier gestorben? Wie ist er abgestorben?
Und wenn wir seine Geschichte betrachten in Gottes Wort, dann wollen wir auf einmal merken, Gott ist die Liebe. Wir sind unfähig zu lieben, aber Gott ist die Liebe. Und durch ihn kann ich auch leben. Und dann wollen wir mit dem Nächsten taub leben können, trotz unserer Verschiedenheiten, ob wir schwach sind oder stark sind. Vers 16 sagte, lasst nun nicht verlästert werden, was ihr Gutes tut. Wahrheit und Freiheit ohne Leib, das führt zur Verlästerung. Ich kann in der Wahrheit sein und ich kann in dieser Freiheit leben, aber wenn das alles ohne Leib ist, ich kann im nächsten Tag die Wahrheit verteilen wollen, aber ohne Leib. Das schafft nicht. Der Leib muss einmal durch seine Gott je in Eva, auch zu meinem Nächsten. Vers 17, der hat uns klar sei, wo Gott sein Reich ist, oder wo Gott sein Reich ist. Er sagt, Gott sein Reich ist nicht Ete oder Trinken, sondern Gott sein Reich ist Gerechtigkeit, Fried im Heiligen Geist. Und du meinst, wir haben einmal so einen ganzen Unterschied. Die Gemeinde damals in Rom, die hat Probleme mit praktischen Dingen. Wenn im Ete, wenn im Trinken, und da waren bestimmt noch mehr Verschiedenheiten im Wasser, wo sie sich einer dem anderen streiten deuten. Nun sagt Paulus, Gott, sein Reich entsteht nicht dort. Wir sind wieder das Wort von uns. Dann würden wir uns gerne den Himmel verdeunen. Und er sagt, du entsteht Gott sein Reich nicht, sondern in der Gerechtigkeit. Wer ist gerecht? Wir haben das gleiche um den 3. Kapitel. Der ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist das Einzige. Und du entsteht das Reich Gotteskrieg. Fried. Wer von uns hat den Fried? Wer von uns kann Fried schaffen? Die ganze Welt schreit Fried, Fried. Und das geht immer wieder in die Ohren. Immer tiefer, um eng abteil, wo das alle wird zum Eng gehen. Wo bis Jesus kam und sagt, ich sehe kommen, Fried zu schenken. Jesus ist Fried. Diese Fried im Heiligen Geist. Warum tue ich glücklich sein? Ich komme durch glücklich sein, weil der Heilige Geist in mir lebt. Meine Sünden sind vergeben. Ich soll nach Golgatha gebracht worden. Ich will auf den Zug nach Golgatha und Tritt soll ich angeschlagen worden. Ich soll zehnmalig angebracht worden. Ich soll nur den Heil geführt. Und Jesus stoppte zwischen und sagte, nein, ich will das. Ich will das für dich, Dörner, dass du kannst ewig mit mir taub sein. Du kannst für immer in den scheinen Himmel sein mit mir. Und meine Frau, was hast du das angenommen? Das ist der Friede in dem Heiligen Geist. Jesus hat mich angenommen. Ich sage immer, das ist viel, viel wichtiger, wenn wir sagen, ich habe Jesus kennt mich. Und es steht, wie sei, ich kann Jesus. Weil wir sind danach voller Fehler. Und wenn wir sagen, ich kann Jesus, ich kann mich, das ist, was deutet. Und das, was die Bibel uns sagt, der Krieg in diesem Römerbrief, ich habe euch erwählt. Und das ist das Schöne, was wir haben kriegt in Jesus Christus. Vers 18. Wer hier in diese Dinge, Gerechtigkeit, Fried und Freude im Heiligen Jesus, wer hier an Christus deint, da ist Gott wohlgefällig in den Menschen wird. Wenn wir hier denken über diesen Fried, wo ich immer sehe, dass die Wasche in Jesus sein Blut. Wenn wir denken an Fried, das sind jene, die von dieser Welt von Bitternis, Hass, Aufgangs. Diesen Fried hat Jesus. Und wenn ich in diese Fried am Dein, dort ist für am wohlgefällig und das auch für Menschen wird. Du meinst, wie war kommen wie nur Galater 5, 22. Wenn wir in dieser Geistesfrucht leben, du erst nichts, was uns gehen hält, reicht nichts. Nicht das Gebot Gottes, auch nicht der Mensch, der König, nicht der Feind. Dort ist Friede, das ist auch, weil Gott es kriegt dort. Gott ist diese Frucht. Und du sagst gerade, wenn wir in dit Gott dienen, dann sind wir arm wohlgefällig und bei den Menschen wird. Wir können sagen, bei den Menschen sind wir auch angenehm. Und wenn wir uns dort zu Wort nehmen, dort wie in dit Christus deine, unser Trachten soll darauf gerichtet sein, in Herrschaft Gottes zu leben und zu bleiben. Immer das Ziel Gottes in die EU zu haben.
Ich will hier noch einen anderen Bibelstelle abschließen. Philipper 3, Vers 3. Wo das sagt, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geiste dienen und uns in der und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht auf Fleisch verlassen. Ich sage, wie deine Gott deine im Geist. Wir dürfen uns nicht mehr ab ans Fleisch verloten. Und dort kriege ich hier diese Dinge, die hier genannt sind. Gerechtigkeit, Fried und Fried. Dort ist eine geschenkte Sache von Gott. Mein Fleisch an sich haftet nicht. Sondern dort ist der Geistesfrucht. Und durch diesen Geist, der eine Gott deine. Und dort ist Gott sein Reich. Verschneiend hin. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung unter den anderen. Hier meint wir die Unterstellung in Jesus Christus als neidisch. Dass wir uns in der Jesu-Art anwandeln lassen. Er sagt, du willst, wer wir dem hier und jauen, wo zu der Frieden dient und zu der Erbauung dient. Und die Bibel sagt, jaget nach den Frieden mit jedem Mann und die Heiligung, ohne welche niemand dem Herrn sehen wird. Hebräer war uns dort beschrieben. Und hier waren wir manche, die das in Streben, in Nachtjagen, diesen Frieden, dann wird uns dort nicht in den Schulden fallen. Sondern eigentlich du, machte du noch trachte, dort das Frieden, wenn er in mir herrscht, wenn er eigentlich Jesus Christus hat, dort das Frieden kann an andere Menschen ankommen. Und dort ist unser Abgabe von dem Herrn, das Frieden zu verdeilen. Diese erste Skube, die wir haben, die haben wir umsonst. Und umsonst sage ich, die soll dir die Urteile. Jocht dann nur, dein Streben soll krank dort sein, weil du ein, was Gott sein Recht gebührt. Mit Worten erkennst du, Gott sein Recht gebührt. Sind diese Eigenschaften in unserem Leben sichtbar? Oder ist in unserem Leben Dinge sichtbar, was nicht Gott sein Recht gebührt? Dann sage ich Gott von dir zu dir, komm um Licht mit. Komm für mich, Tritz, und ich will dir diese Geisteserfüllung auch geben. Dass du kannst das Leben wieder strahlen, dass du kannst dem Frieden nachstreben und dass du kannst du verleben, dass ein anderer erbüht wird. Ich denke, wir können da alle in unserem Öllen leben, werden nie das Leben haben. Wenn jemand in mein Haus gekommen ist, in mein Öllen leben, ich glaube nicht, dass er eine Erbühung bei mir gefunden hat. Ich kann mich dort nicht verstehen. Weil wenn jemand zu mir kommen will und mir das Heil erklären von Christus, dann hat er mir eine Fee genommen an, wo ich so mit den Füßen verknallt habe. Er würde von der Hälfte nicht haben. Glaubt ihr, was die Erbühung in mein Haus gefunden hat? Nein. Und Gott sagt, wie soll du sein, um den Nächsten zu erbühen? Das hat geholfen wird. Und du hast Brücke wie diesem Helden Jesus. Wie Brücke einmal wahre Geburt zu sein. Damit wir diese Geistesbrücke in uns Hand. Vers 20. Zerstöre nicht um einer Speise willen das Werk Gottes. Es ist zwar alles rein, aber es ist böse für den, der es mit Anstoß isst. Hier kommen wir und sagen, auch die beste Wahrheit, wenn er nicht läuft, die Donau wird, kann das ein Übel sein. Er kann zum Anstoß sein für den Nächsten. Du nicht Gott sein Wort verstehe, wenn ein Ete. Und dort ist wahr, einmal damit gemeint, im Leib und jedem anderen angehen. Wenn ich dort weit, dass jemand viele Dinge nicht verstanden hat, was Gott sein Wort sagt, dann wollte ich mich mit ihm in dieser Sache nicht diskutieren und sage, Mensch, wieder regt die dort noch nicht. Das habe ich auch lange gewusst. So hielt sich doch nicht. Du hast keine Leibbeine. Und ich glaube, wir gehen manchmal so an. Einer mit dem anderen. Da kommt jemand an, der hat sozusagen eine ganz platte Frau. Und er will weiter, was sagt er in der Bibel, wenn er du redest von neu geboren worden? Ich verstehe das auch nicht. Nikodemus ist zu sein, nicht schwierig. Schafft ihr nicht, sie ist ein ganz öller Mensch. Geht ihr nicht, ich nachher kann geboren worden. Und wie dann sei, beim Mensch, da weißt du noch nicht, es ist so einfach. Du hast keine Leib Gottes Berne. In mein Benehmen gehen am kann an dem Anstoß sein, dass er nie mehr wird wählen wird vom Glauben weiter. Du hast den Leib Gottes gefragt und uns mitzuteilen mit unserem Nächsten. Du wenn sagst, du doch nicht, wenn ein Ete halbe,
den Nächsten verstehe. Das ist schlecht für ihn, wenn er mit Anstoß ist. Und ich verstehe das so. Wenn jemand eine Sache nicht tun will, weil er weiß nicht, wo er sich mit Reich vor dir kommt, bei Gott, dann ist das auch Sinn für ihn. Weil er das tut, hat er sein Gewissen belastet. Ein anderer kann dieselbe Sache tun, aber der hat eine Klarheit zu Eva, der möchte das gar nicht. Aber wenn jemand die Klarheit nicht hat, und er ist in dort abgewaschen, er ist so geliebt, der ist arisch, dann sollen wir ihm nicht bloß nennen werden. Weil, wenn ich jemand berede, wird abgewaschen, wie niemand Fleisch zu essen. Und ich würde ihn berede, dem mal. Und er würde jemand Fleisch essen. Glaubt ihr, der würde nach Schluppe kennen? Nein. Weil er konnte nicht ewig kommen, sich der Reich vor dir vergott. Was soll ich nicht? Ich habe doch getan. Und du sagst an so Krieg, an so Leib, wer will nicht bloß, wenn natürliche Dinge, das Wort Gottes zu merken, sondern vielmehr in Leib, in der Erbühung, einer zu dem anderen durchsenden. Fast 21 sagt, es ist gut, kein Fleisch zu essen und kein Wein zu trinken. Dann sagt er hieran, und nichts zu tun, woran sich dein Bruder stößt, oder ärgert oder schwach wird. Der Glaube muss vor Gott bestehen. Und er weiß darin, dass er sich nicht vor Menschen zur Schau stellt, auch nicht in Freiheiten. Ans Glaube muss in Gott sein. Ans Glaube soll nicht so sein, ich komme für Menschen mit dem größten Schaustall in Wiese, wo ich alles kann. Ich kann immer noch Christ sein. Auch nicht, dass ich mich für Menschen in der Öffentlichkeit nennen lebe. So. Nur mal alle zu Wiese. Nein. Mein Glaube, den ich habe, den habe ich in Gott. Und wenn ich die Meinung sehe, ich kann mich frei ausleben, um den anderen mal alle zu wiesen, dann ist meine Leute nicht mehr bang. Sondern ich soll meinen Glauben haben in Gott. Und der Schwache hat seinen Glauben auch in Gott. Und wir zwei, wir sollen in Leib zu der Erbühung einer von dem anderen durchsehen. Hast du Glauben, sagt er, 52, so hat ihn bei dir selbst für Gott. Glückselig ist, der sich selbst nicht verurteilt in dem, was er annimmt. Wenn ich eine Sache tue, und ich möchte es mir frei, Christus je in Eva, und ich habe nicht in Gewässer ab, dann kann ich das auch für mich. Aber wenn ein anderer dort nicht darf, und sein Gewässer am dort nicht erlaubt, dann soll er dort den Tag lassen, und ich werde das später. Ich soll meinen Glauben für mich, für Gott leben. Warum? Weil das Gott wird mich ein Tag für den rechten Stuhl haben. Ich will ein Tag für am Stunde und ich will mal sagen, warum? Und wenn sage ich immer wahrer, ans Gesatz ist hier bin. Prüf dich, ob Gott auch dir sagt hat. Prüf in deinem ganzen Leben lang, wo du die Untreue wirst, dann check in die Bibel. Auch wo du von Auto die Scheibe wirst, dann check in die Bibel, obwohl du nicht von Autos redest. Wo sagt, alles, was wir tun, das soll wir tun aus für den Herrn. Und das ist ganz wichtig. Und wenn du eine Schuld hast, dann prüf dich auf das Wort Gottes. Wenn du dich befreien wirst, dann prüf, was sagt das Wort Gottes. Und so glaube ich, ist das hier auch gemeint. Ob wir schwach oder stark sind, prüf, was sagt Gott dir immer in der Leib und in dem anderen Top leben. Der letzte Vers. Wer überzweifelt, wenn er hat, der ist verdammt, denn es geschieht nicht aus Glauben. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Während jemand zweifelt, oder bloß dort zum Gefallen dort, wo ich einmal sehe, dort ist Arisch. Wenn ich jemand eine Sache, wenn ich das nicht klar habe, und jemand will mir dort überreden, und ich habe einen Zweifel da an, und ich würde trotzdem tun, ich würde mich schlagfeilen darüber. Und so, glaube ich, ist das hier auch gemeint. Das würde mich bloß zu voll bringen, und es steht, ob mir das helfen würde. Sag ich dir wahrer, wenn wir uns nicht kennen, Friefeile, vergottene Sache zu tun, dann sollen wir dort nicht tun, weil uns erst das sind. Und hier werde ich auch noch eine steht abschlagen, Jakobus, Kapitel 4, 17. Ganz einfacher Falsch, was uns gesagt hat, wer da nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Und hier ist der Kreis gefragt, unsere Verschiedenheit und unsere Menschen.
Ob wir schwach im Glauben sind oder stolz. Wenn ich das gewusst habe, würde ich dem kein Geld tun und ich das nicht habe, steht für mich jeden Ewa der Sinn. Und ob du nun Ete erst oder nicht, das steht für mich jeden Ewa der Sinn. Wer da weiß, Gutes zu tun und das nicht tut, dem ist Sünde. Und hier möchte wir weiter, wie wichtig das ist in unserem Leben, diese Erkenntnis nur Gott zu haben und erfüllt zu werden mit der Leben unserem nächsten jeden Ewa. Und ich will in drei Punkte weiter Topfote, mit längeren Punkten, die mir abgeschrieben hat, sagt, die Einheit der Gemeinde oder die Christen bewährt sich am Schwachen. Der eine Herr ist dort. Unser christliches Leben, der darf sich bewähren, also Utwiese in dem, wo ich und du mit dem Schwachen umgehen. Ist ans Glauben echt in Jesus Christus oder nicht? Du hast mal bloß ein Haar. Paulus hat niemals gesagt, wenn er am Erlehren ging, nehmt er an. Er sagt einmal, weichet von ihnen. Und hier sagt er einmal, nehmt er an. Und ans christliche Leben, wird du ihm bewährt, also rückgetaken in dem, wo ich mit einem Schwachen umgehe. Sind ich in dir reut, einen anzunehmen, wenn er der anders ist als wie, wenn er der Schwacher ist. Jugend, ich weiß nicht, wie ihr das geht. Gehe nicht manchmal doch Menschen den Stich, weil sie ein bisschen schwacher sind als die. Möchte nicht manchmal besiegt Kranz stehen, für sich allein. Oder die macht mit jemandem einen Töpf stehen, was er viel Dinge ist. Weil wir mal einfach nur denken, warum gehe ich mit dem Stich? Wenn Gott ihm gemerkt hat. Gott hat ihn angenommen. Das ist sein Kind. Wer ist er wie dann? Jemand in den Stich zu gehen. Du beweist dich ans christliche Glaube in der Gemeinde und für uns persönlich. Wirst du euch wirklich zu meinem Gott? Der zweite ist, die Einheit von den Christen oder der Gemeinde, die lebt von Urteil Gottes. Immer, da wir so leben, nicht, was sagt Jana oder Jana. Ich will einen Tag vor dem Richterstuhl Gottes kommen. Und du wirst leben, so als ich lebe. Weil ich weiß, ich will mich für jede Sache, für jede Gedanke verantworten, für meinem Herr. Es ist dein Leben auch davon getaken, dass du lebst für den himmlischen Vater, weil du weißt, mir nicht neu war ein Tag, für ein Bein, ich will alles bezahlen, was du willst. Der dritte ist, die Einheit von den Christen oder von der Gemeinde, kann man noch sagen, die haben den gleichen Herr. Dort ist unsere Sinnungsgebung kreist. Nicht mehr sich selber leben, sondern dem Herrn. Der Christ der Einheit wurde ein Einmerker, der ist ein Sinn. Wir haben denselben Gott. Das ist bloß ein Gott. Und er ist dir das auch bewusst, wenn du mit verschiedenen Menschen tot bist, aus der Schwachsinn im Glauben oder Sturz, dann merken die Sachen nicht gut, weil wir haben bloß ein Gott. Und das Gott, der steht über uns. Wir sind kreiglich in Gott seine Ehe. Zum Schluss will ich noch einen Satz mitgeben. Wir denken vielleicht manchmal so, eine christliche Gemeinde oder eine christliche Gruppe, das ist eine Freizeitgruppe. Nicht haben wir frei sein. Wir können leben so, als wir wollen. Nein, ich glaube aber nicht, dass das so ist. Sondern Dienstgemeinschaft für den gleichen Herrn und unter den anderen angewiesen. Eine christliche Gemeinde oder eine christliche Gruppe, der ist nicht eine Freizeitgruppe, dass er nicht frei ist, der lebt so aus der Welle. Nein, sondern sie sind frei gemerkt in Jesus Christus. Jo. Aber für die Gemeinschaft in dem Herrn, für diesem Herrn dort zu sein, und unter dem anderen sind sie einer auf den anderen Hand gewesen. Dort ist, was wir jetzt rekorden, die Gemeinde Jesu Christi, der Leib. Ich sie aufhängig von meinen Schwestern und Brüdern. Wie Brücke ans unter dem anderen. Und erst dort auch ein Bild von deinem Leben. Dass du aufhängig bist, auch von der Schwache, auch von der Sturche. Wie Brücke uns unter dem Onda. Und weil wir uns unter dem Onda annehmen in Leib, in immer so leben, der Herr, als der Jan, wenn er das Urteil über mich sprechen wird, meine Schneue, wo er sich ein Tag verambehe, und ich will alles bezahlen.